Die Störe sind eine Familie großer bis sehr großer primitiver Knochenfische. Sie leben in Europa, Nord- und Zentralasien und Nordamerika. Während man vor 100 Jahren nur 3 Störarten unterschied, rechnet man heute mit über 20 Formen, die sich aber in Größe und Gestalt teilweise nur unerheblich voneinander unterscheiden. Der Stairlet, wie hier in dem Film, ist eine kleinere Störart, die eine Maximallänge von 100 cm erreicht. Der Stör ist noch in den östlichen Ländern wegen seinem Kaviar ein Fisch von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Bereits seit Jahrhunderten ist der Kaviar ein hochgeschätztes und teuer bezahltes Genussmittel. Störrogen wird in bester Qualität teilweise höher als Gold gehandelt. Leider ist er durch die zunehmende Verschmutzung der Flüsse aus unserem Gebiet praktisch fast ganz verschwunden. Auch das rücksichtslose Befischen hat seinem Bestand erheblichen Abbruch getan. Wer jemals unter Wasser einem Stör begegnet ist, kann sich das Gefühl nicht erwehren, ein archaisches Lebewesen gesehen zu haben. Der haiförmige Körper, seitlich und oben mit Knochenschildern bedeckt, endet in einer spitzen Schnauze, die hart wie ein Stück Kantholz dem Kopf entspringt. Man weiß viel über den Stör, seine Biologie, seine Verhaltensweise, doch wenig über sein Leben selbst. Als Grundfisch verbringt er seine Tage und Nächte vorzugsweise über Kiesgrund, müht den Schlamm nach Würmern, Schnecken und Krebsen und flippt gelegentlich mit wilden Sprüngen an der Oberfläche aus. Ein Verhalten, das nicht zu deuten ist. Natürliche Feinde hat ein ausgewachsener Stör aufgrund seiner Größe und seines knochigen Äußeren so gut wie nicht. Im Süßwasser kann ihm nur im Jungfischstadium der Waller, er schluckt sie unzerkaut, gefährlich werden. Hechte spucken erbeutete Kleinstöre wieder auf.